Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, für Freitag schon, 28.05.2021. Freitag, 28.05. sollte man ein bisschen aufpassen, weil der Monatsschluss am Montag gesetzt wird und am Montag die Amerikaner aber Feiertag haben dürften. Der 31.05. ist, wenn ich mich nicht täusche, ein amerikanischer Feiertag. Das sind die Börsen zu. Das heißt, im DAX wird sich auch kaum was bewegen. Amerikanische Titel, einige Rohstoffe sicherlich auch, dürften am Montag auch nicht handelbar sein, sodass es von Freitag zu Dienstag natürlich auch entsprechend ein schöneres Gap geben kann, weil Monatsauftakt, Monatsende ist immer ein bisschen mehr Volatilität im Spiel, also auch mehr Geld, was rein und raus getragen wird. Das mit kleinem Unterbrecher auf dem Handel, auf dem 31. dann direkt mit Start am 1. Juni. Er wird, denke ich, das könnte schon ein bisschen ruppiger werden. Ne? Sollte man einfach ein bisschen mit dem Blick haben, ne, diesen Feiertag, dass man sich am Freitag nochmal anguckt, okay, was habe ich für Orders drin liegen, was habe ich für offene Positionen noch drin stehen, möchte ich denn die einem Gap-Risiko aussetzen? Wenn ja, wohin könnte es gegebenenfalls gehen und so weiter und so fort. Unser DAX hat zum Donnerstag sich erstmal so verhalten, wie wir das im Grunde eigentlich auch erwartet hatten. Er hat das scheue Reh auf der Lichtung gespielt. Wir hatten hier gesagt, die 400 unten sollte als 400 und 510 oben, ne, hat man gesagt, wahrscheinlich hier Falle, Fehlzündung, einmal drunter stechen und wieder zurück. Wenn er die 400 verteidigt, grüne Stundenkerze hinstellt und so weiter, könne er dann wieder bis hochziehen. Das hat er getan, auch wenn er natürlich im ersten Schuss ein bisschen überschossen hat, aber ich glaube, da durften nicht viele direkt schon bei 400 reingeballert haben, dagegen geballert, da waren zumindest nur rote Kerzen erstmal, die haben nicht viel Grund gegeben. Das kam dann erst ein bisschen später, ich glaube, zu 12 Uhr wurde dann die erste grüne Stundenkerze geschlossen, auf dem Niveau knapp über die 400 und dann kamen auch die Schübe eben entsprechend nach oben, auch wenn die 510 hier nicht erreicht wurde. Auch die 55 nicht erreicht wurde, ist ein bisschen eher abgedreht und auch deutlich abgedreht. Muss man schon sagen, was er nach oben probiert hatte zum Donnerstag, das war alles so ein bisschen Handbremse, Premium, die und Mails geschrieben, wie mit Elektrohalsband, ne? Gibt ja immer einige Gewichte, wenn er versucht, oben abzuhauen. Ja, was machen wir mit dem zu dem Freitag? Also, für mich kriegt auf jeden Fall jetzt zum Freitag das hier ein bisschen untergeordnete Bedeutung. Ich glaube, das wird der Hochzug dann nicht mehr gut funktionieren. Ich glaube, wir bräuchten rund dazu auch einen Trigger, einen Initiator. Wir müssten einfach unter die 400 nochmal fallen, unter die, weiß gar nicht, was man da heranziehen könnte. Aber können wir vielleicht hier am Bollinger Band das festmachen? Ich würde nicht mehr so eine ganz große Gegenbewegung dann erwarten, einfach aus dem Grund, weil, wenn er im Freitag fällt, fällt er meistens auch am Montag noch. Zumindest oft, nicht immer. Ist vielleicht der falsche Zungenschlag hier. Naja, deswegen würde ich da nicht ganz allzu viel Gegenbewegung mehr einplanen, so wie wir das vorher hatten. Da ich daher dort noch davon ausgegangen bin, dass er direkt durchsteigt. Ne, den Fall, den hat man schon Mann drinne. Ich glaube, den haben wir schon am Dienstag reingesetzt, hier unten, na, auf diesen Rücklaufbereich. Der ist für mich weiter interessant, aber die Gegenreaktion wird, glaube ich, nicht mehr so deutlich ausfallen. Einfach in dem Moment, wo wir jetzt hier schon öfters ja Gegenbewegung gesehen haben und hier immer wieder klein gehalten wurden. Ne, von daher würde ich schon sagen, der geht hier runter, kommt vielleicht kurz zurück und dann probiert er vielleicht nochmal ein bisschen mehr. Ja, deswegen können wir das Ding eigentlich auch hier stehen lassen, können es verlängern unten. Machen wir das hier, das dünnen wir mal ein bisschen aus, dass hier ein bisschen der Chart übersichtlich bleibt. Das ist auf der Unterseite für mich interessant. Auf der Oberseite würde ich schon sagen, zum Freitag, da würde ich sogar relativ eng die Pistole auf die Brust setzen, würde ich sagen, alles, was über 4,65 geht, ist für mich schon eher. Das wäre für mich wieder so typisch Freitag. Ich schiebe bis zur letzten Minute oben raus, bis ich nicht mehr kann. Das würde ich soweit eigentlich noch drin lassen wollen. Ich nehme mal hier oben das auch erstmal raus, aber wir haben weiterhin im Ohr, ne, mit diesem Pullback, den wir hier gemacht haben. Eigentliches Ziel wäre 49. Ja, es ist jetzt eigentlich Quatsch, das rauszulöschen. Es ist ja weiterhin gültig, aber vertagen das einfach mal hier ein bisschen. Da muss ich schon ein bisschen was liefern. Können es aber ja letztendlich so machen. Und was ich eigentlich jetzt hier sagen will, oder was ich auch gerade nochmal gesagt habe, aber betonen möchte, ist 4,65. Geht aber über die 4,65 wieder drüber, auch mit Stundenschluss und so weiter und so fort. Also ich glaube, dann würde ich eher so einen Freitag einplanen, wie man in den letzten Wochen sehr, sehr, sehr oft gesehen haben, wo er immer wieder bis zum Tagesende durch einfach hochzieht und sich fast Tageshoch auf Tagesschluss stellt, also sehr hoch schließt. Das wäre schon meine Erwartungshaltung, deswegen hier auch der Fall eher Richtung 15.600, klar, 15.510, 15.550 sind schöne Zwischenziele, aber
Ja, der hat zum Donnerstag halt der hat die 400 hier gekauft halt, ne? Ja, es war tiefer, aber bei 360. Aber per Stundenschluss halt, ne, immer wieder hier die 400er verteilt. Der hat das neue Tief und am Vortag und am Mittwoch, das hat er hochgekauft. Und das ist so für mich so ein Punkt, wo ich sage, naja, wenn er jetzt weiter nach oben liefert, dann fehlen den Verkäufern wahrscheinlich auch Argumente, sich dann dagegen zu stellen halt, ne? Die würden Argumente kriegen, wenn er jetzt wieder unter 400 zurückfällt, ne? Deswegen wird dann wahrscheinlich auch weiterfallen, aber zum Freitag würde ich daher oben, ja, oberhalb von 465 mich einfach drauf einstellen. 15, 555 schiebt er dann noch seitwärts, klickert weiter nach oben, dann kann man sich da auch ein paar Punkte noch holen. Und ansonsten bin ich unterhalb von 400 eher negativer gestimmt. Ich glaube auch, dass die Reaktion an der 320 dann nicht mehr allzu groß ausfällt. Also könnte mir eher fast sogar vorstellen, dass er durchfällt dann. Wenn er hier unten schließt halt, ne, wenn er hier zum Freitag rausgeht, dass er dann Montag sich gleich in den Short-Trick auch einwirft. Das würde ganz gut passen in dem Moment, wo er jetzt halt hier wirklich weiterfällt, weil er ja dann hier seinem Anstieg die Kraft rausnehmen würde. Ne? Das wäre dann so ein richtiges, dann wäre das ein Fehlsignal für die Bullen, dieser schöne Rücklauf, der auch ein bisschen Saft drin hatte. Ne, waren schon, da ging auch gut Volumen durch halt, ne? So ein schönen Spikes drin gewesen. Und genau. Also in diesem Sinne, wo sind wir reingekommen? Rote Tageskerze? Rote Tageskerze müsste es sein, hä? Damit wahrscheinlich die dritte rote Tageskerze jetzt hintereinander. Wir haben lange nicht reingeguckt. Bis nach unten gerichtet, hat sich aber doch deutlich nach oben gezogen. Also mir wird wirklich wichtig, dass er zum Freitag jetzt halt auch hier drunter geht, dass er drunter geht und sich halt auch unter die 420, unter die 400 wieder drunter legt. Macht er das, dann sehe ich den auch noch bei 320, dann sehe ich den bei 270 und vielleicht sogar tiefer. Aber wenn er sich bloß wieder Freitag nach oben schiebt, so wie jeden Freitag die letzten Wochen, dann schiebt er sich halt hoch. Was soll ich dazu anderes sagen halt, ne? Gut, dann gucken wir noch kurz in den Tageschart, das hat man schon von gesprochen. Und ja, es ist die dritte rote Tageskerze hintereinander, aber sie bremsen deutlich ab. Ihr seht das, die Kerzenkörper liegen immer mehr ineinander fast, auch wenn er jetzt hier drunter geschlossen hat. Hat er sich hier schon eher eine längere Lunte dran gestellt. Und das sieht nach einem Ausbremsen aus. Ja, wo jetzt durchaus auch eine lange grüne Tageskerze Richtung 600 kommen könnte. Was ja gegen diese, also in die Theorie reinspielt, die wir auf dem 2-Stunden-Chart gerade analysiert haben, wenn er über 465 drüber geht, dass er dann durchaus bis 15, 550 und 600 ansteigen kann am Freitag. Also das würde auch hier reinpassen, einfach weil die Bewegung hier ausbremst. Und ansonsten wäre unten hier Ziel im Bereich zwischen 300 und 270 auch. Passt auch zum 2-Stunden-Chart, das mittlere Bollinger-Band. Und wenn es da runter geht, dann wird es auch flockiger unten raus. Und auch das passt wunderbar zum 2-Stunden-Chart. Das heißt, wir brauchen den Tageschart eigentlich hier im Grunde genommen gar nicht. Das spielt schön ineinander, es passt gut aufeinander auch. Und damit können wir hier die Initiatoren, die Impulsgeber suchen, die dann auf Tagesebene das eben verwandeln. Also, ich wünsche euch damit dann schon mal ein schönes Wochenende. Ja, frohen Feiertag brauche ich euch nicht wünschen am Montag, den haben die meisten von euch wahrscheinlich nicht. Also in diesem Sinne viel Erfolg zum Freitag, gutes Klingen. Und dann hören wir uns trotzdem am Sonntag wieder für das Video zum Montag. Bis dahin, tschüss.